Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel Wolf und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge sind wir von, wo kann man nochmal eine Karte öffnen? Genau hier. Sind wir von dem, weiß ich nicht, wie das noch hieß, Kanixhafen, genau, bis zum Renethafen geschwommen, weil bei uns ist die Skorbut ausgebrochen. Ja, wir sind jetzt, wir haben voll die kranken Leute hier auf dem Schiff und mussten kurz Halt machen, weil sonst wären die alle verreckt. Und jetzt müssen wir so eine Blume finden und dieses ist natürlich nicht ausgekauft. Jetzt müssen wir irgendeinen Dämon dafür erledigen und das machen wir natürlich. Und ich steuere mal Eisen, weil wir sind hier ja so eine Art Piratenmission, würde ich mal sagen. Ne? Deswegen Eisen. Und da ist ein Stufe Rot Gegner. Das sind die Noxsümpfe, abgelegene Gewässer. Neue Gegners. Oh. Ein Troll. Kampftutorial. Fehl, er gibt verbündeten Kampf Fehle und drücke schnell R3, um sie zu widerrufen. Wird mir jetzt erst gesagt. Also und drücke um Fehle aus. Kann ich halt wieder. Boah, ich muss jetzt mal gucken, wie das Spiel da geht. Ja, Eisens Angriff habe ich auch mal ein bisschen hier anders gemacht, nachdem wir ein paar Sachen gelernt haben. Jetzt sehen seine Angriffe so aus. Wuff. Und Fake Angriff habe ich nicht geändert, ne? Kann ich vielleicht nochmal umändern irgendwann. So, ich habe einfach mal R2 gedrückt und da war jemand, den ich erledigen konnte. So, ja. Also ich glaube, ich habe... Oh. Mein Gott, du bist ja richtig langsam an. So. Wunderbar mit Eisen. Da darf ich mein Pixel ja nicht so ein bisschen rumschweben lassen. Was wollte ich machen? Ich wollte mal ganz kurz hier Viereck. Nötigung, Freibahn, aber irgendwas anderes. Den Geld um die Rüber nach links oder dann der, keine Ahnung, da bin ich bisher gut. Okay, was wollte ich jetzt noch mal machen? Keine Ahnung, machen wir noch einen Kampf, damit mir halt schon einfallen. Geh weg. Ja, wir haben jetzt hier 6 Schätze, das ist schon mal sehr gut. Und das stinkt hier, will ich mal erledigen. Uff, uff. Kann ich auch mal, boah, ich habe schon so lange Eisen nicht mehr gespielt, ne? Das war gut so. Aber jeden Charakter, der irgendwie Dingens einsetzen kann, jetzt mal kurz. Ach ja, jetzt weiß ich wieder. Boah. Ja, ich habe Stoß nicht verwenden. Also war ein bisschen Art und Media. Kann ruhig mystische Arzt einsetzen. Das glaube ich ausgestellt, damit ich das immer zum Einwechseln hier so gebrauchen kann. So, jetzt wird es ja wahrscheinlich Mystik Arzt regnen, die Blöde. Und ich gleich mal gucken, du hast was zum. Boah. Diese Auswechslungsding ist richtig gut. Man muss einfach nur immer seinen Seelenbrecher einsetzen. Dadurch füllt sich ja immer so ein bisschen die die Stoßanzeige. Dann wechselt mal wieder mit einem anderen Charakter, setzt den seinen Seelenbrecher ein, um da wieder ein bisschen zu füllen. Dann wechselt man noch mal ein, setzt man den Charakter wieder die Dings ein, dann noch mal und dann sieht man, tut man wieder einwechseln und so weiter und so fort. So kann man diese einen Titel richtig schnell bekommen. Wanderer und enge Kräfte, Matrosenbluse. Wanderer und Entkräfter. Stufe 2, ne? Malak-Arzt benutzt. Oh. Entkräfter war ausgelöster Staatskrankheit. Ja, mit diesen einen Angriff tue ich immer Betäubung auslösen. Also, das ist ein bisschen einfach. Aber so kann ich ja nur seinen Seelenbrecher einsetzen. Deswegen muss ich das ja machen. So, warum hat sie da schon angefangen? Gib mir maximal KP, hallo? Ja, kann ich irgendwie darüber? Das ist schon wieder so ein Ding, wo ich das Gefühl, wir können da irgendwann rüber gehen. Mit irgendwann meine ich so jetzt ungefähr. Ja, den haben wir noch nicht bekämpft. Komm her.
Oh Mann. Ja, ich will mal noch meine Seelen wieder gespammen. Was wollte ich sagen? Ich habe jeden Charakter irgendwie. Ich glaube, bei jedem Charakter habe ich irgendwie. Also der Malakart einsetzen kann, habe ich. Eigentlich auf Dreieck und. Sollte ich mal vielleicht erklären, wie ich meine Steuerung. Aber vier und X habe ich meine verborgenen Arts, also dir. Oder dir, das war jetzt vier. Das erste war X. Auf Dreieck und Kreis habe ich meinen Malakart. Oder. Bei Velvet zum Beispiel ihre verstohlenen Arts, oder wie auch immer die man nimmt. Oder bei Emia. Das ganze Katars. Und ja. Ich habe jeden Charakter irgendwie bei Dreieck und Kreis habe ich jeden Charakter so ja zum Beispiel bei Eisen habe ich auf Dreieck alle Windzauber, auf Kreis habe ich alle Erdzauber, weil jeder Charakter hat ja so zwei Elemente, ja so, also die zaubern können. Ja, das macht es so ein bisschen einfacher, die ganzen Sachen zu sich zu erinnern. Ich sollte vielleicht irgendwie je nach Feind irgendwie meine Angriffe so anpassen, dass die effektiv gegen die sind, aber dazu bin ich zu faul. Da wird dann noch mehr Zeit irgendwie in Anspruch nehmen, habe ich so ein Gefühl. Es ist nur eine coole Umschreibung für das Wort Pechvogel.海賊団にも多くの死者が出ておる。そんな話にわかには信じられません。死神の呪いは本物です。僕がエレノア様から引き剥がされ、マギルお姉さんにくんづかまったのも呪いのせいです。そうなの？エレノア様の涙が乾くよ。ほうほう、夫婦した日々が恋しいです。え？ちょっとここで Jetzt kommt Magilo. Ganz genau. Oh, wie herzlos. Das Gesicht von Velvet. Ja Gott, mir. Das Gesicht von Velvet, Finger weg, der gehört mir. Oh, so geil. Ja, finde ich gut, wenn Velvet irgendwie solche Seiten zeigt. Oh Gott. Weil sie hat ja gesagt, ich bin die Nummer 1. Solange das klar ist, ist alles gut. So, jeder hat noch einen Ring ausgezeichnet. Er hat noch einen Ring am Finger. Oh, noch 5 Truhen, meine Güte. Diese Hexenviecher sind da aus diesen komischen. Na. Ist schon. Wo wir vorhin waren. Also vorhin. Und da ist das Viech, das wir bekämpfen müssen, ne? Ich würde mal gerne gegen so einen Treubier kämpfen. Die waren recht einfach zu erledigen. Also kommt. Kommt, ich habe außerdem plus 14 Lerngeschwindigkeit. どうも信じられないんですが、そういうことを言っておると
急に払いたになったり、口ずれしたり、口の中に虫が飛び込んだりするぞ。虫。姉さん、適当なこと言って、エレノア様を怖がらせちゃダメです。これまでにバンエルティアグを取り締まった海軍の軍艦が4隻も行方不明になっているとか、アイゼンが止まった島の男が傲慢病になったとか、肩がぶつかった人が笑いが止まらなくなって死んだとか。 やめて。だからその、ペチフォーゲル。だが、海賊病に関しては心配いらんだろう。サレトーマの花を絞って飲めばいいんだから。花が咲いていればね。 Wenn wir zurückkommen, brennt einfach nur ein Schiff. Was ist hier passiert? Der Sensenfluch. Was? Ich war doch noch nicht mal da. Okay, da ist ein Boss. Lass mal gucken, wie stark der ist. Sie, keine Ahnung. Also außerdem eine Goldruhe. Sieht aus wie ein Viech, das zaubert. Das gefällt mir nicht. Zaubernde Viecher sind immer die schlimmsten Bosse. Kriegspike. Ui, Lähmungsanfähigkeit. Ja, okay, komm mal her. Komm mal her, ihr Naseweiß. 35, ey, leck mich doch. Ja, und mal ab. Ja, das ist schon Schaden, der sich sehen lässt. Obwohl, das sind... Okay, komm mal. Letzte Gegner, gegen die wir gekämpft haben, der irgendwie, weiß ich nicht. Oh, sehr gut. Stimmt, wir haben alle unsere Mystikarts noch. Soll ich vielleicht ausnutzen? So, okay, sie bekommt nicht dadurch ihre Dingens. Aufpassen mit meinen Mystikarts. Eisen. Grüßt er. Boah, jetzt macht das Viech irgendwie so ein Angriff auf alle, oder wie? Komm mal her. Ja, hier habe ich schon lange keine Angriffe mehr geändert. Ah, verdammt. Alter, noch. Alter, das ist so nervig hier. Die zaubern hier wie blöd die ganze Zeit. Probier ein bisschen Magie, bitte, Magido. Ich hab den gar nicht angeguckt, ey. Aber bleibst du mal hier, ey. Haben wir gar nicht dazu irgendwas zu machen, ey, weil hier die ganze Zeit... Ja, gut. Mach ich so ungern diese Viecher irgendwie ignorieren. Komm, Feig. So, okay, nur noch du. Was bist du anfällig gegen Kriegsarzt? Das sind diese hier, ne? Komm mal her. Au. Jetzt schon wieder alle Dinger voll, ey. Ich krieg die Krise. Feuer, okay. Dann für den Angriff, ey. Okay, das ist wesentlich so schlimm wie die anderen Angriffe. Wenn diese Viecher an diese normalerweise Gott haben. Kann ich mal jemand heilen? Alter, wie wenig tun die Heilarzt denn heilen, ey? Aber mit den Schwierigkeitsgrad zu tun, oder? Alter. Alter. Guck mal her. Oh. Auf dem Boden hier.
ziehen und dann einfach wegschlagen. Also sie hat keine Links. Aha. Boah, könnte ein bisschen dauern, habe ich so das Gefühl. Und zack. Und zack. Ja, der Schlagen durch einen riesigen Pixel. Ich glaube, ich sollte den jetzt hier mal einsetzen. Ja, ich habe nur oder immer diesen Angriff hier. Ich kann auch nicht mit meinen Dings hier rumwirbeln, ey. Ja, kaum mache ich das nämlich. Kommt der und auf diesen Angriff, ey. Also jetzt bin ich so am Boden, jetzt habe ich Eisen immer da. Was bist du an fähigen Feuer, verdammt. Oh mein Gott, ey. Hab ich ja Feuerangriffe. Gar nicht. Ah. Gewicht, was sagst du jetzt? Wie ein Feuerangriff, ey. Oh. Oh, dauert ja noch ewig, bis ich hier fertig bin, ey. Und jetzt ist noch keiner verreckt. Warum dauert der Kampf so lange, ey? Ja, jetzt bist du aber dran. Ein bisschen beschleunigen mit Velvet. Velvet ist so broken als Charakter, ey. Mal verdammt. Aber du warst gerade am Boden. Vielleicht ausweichen sollen. Ja. Ah, 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 oh, oh Gott. Was war das schon wieder? Alter. Nein, ich hoffe mich schon wieder. Ah. Nein, nicht auf mich. So gut wie tot. Die Heildinger, die heilen gar nichts, ey. Gott. Aber ich kann mich nicht auswechseln im Kampf. Oha. Alter, ich habe doch mit Magilo Dings angesetzt, ey. Sie hat als einzige überlebt, ja geil. Was ist das? Ey. Der Kampf war doch schon so gut wie vorbei, ey. Leck mich doch. Oh, dann hau ich eben ab, meine Güte. Also ich habe den Kampf schon so gut wie gewonnen, ne? Dann konnte ich mit so einem super Angriff und alle weg. Ja, kann es doch, ja, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich hatte die ja schon so gut wie nicht. Da kommt sie ja mit 2-3 AP noch. What? What? Hier war noch niemand. Was steht ja auch einmal in dem Spiel, ey. Ja, schon hat zweite Viech, das ich hier ignorieren muss. Ja, kotzt mich an. Oh. Kommt mal her. Oh, ich treffe ein paar mehr. Jetzt aber. Warum sind wir die ganze Zeit gelähmt? Was soll das?
Oh. Oh, ja. Schlackengriff, Lulu-Puppe. Okay. Jetzt mal kurz das Gebiet wechseln, um zu gucken, der Stufe Rot Gegner wieder auftaucht. Ja, ne. Ja, okay. Das kam mir jetzt aber sehr bekannt vor. Weil sage ich irgendwie dauernd, habe ich so ein Gefühl. Ja, also blöde Stufe Rot Gegner ist natürlich stärker als wir. Weil so weit von klar. Komm her. Eine Katze, ich glaube, da war eine Katze im Hintergrund. Wurf. Wurf. Komm mal her. MC Rolle. Den. Ich glaube, die Angst hat auch ein bisschen geändert, ne? Warum hast du nicht den getan? Oh Mann, jetzt hast du ihn eingesetzt. Okay. Was geht? Ja, so geil. Ich mache den Angriff und das und kann dann sehen, was ich halte. Das klappt jedes Mal. Ja, was? Ja. Aua. Kannst du es wagen? Ich ziehe da mit meinem Wächter in den Kopf. Genauso. Ja, klappt, ich fand es nicht. Mike! Oh Gott. Mike. Dann haben wir übrig doch. Noch manchmal mein Mystikan einsetzen wegen Drops und so. Wir haben wir einbekommen bisher. Die Lulu-Puppen. Lulu-Puppen. Oh ne, Florid-Fragment. So, seid ihr jetzt eigentlich neue Gegner? Nein, ihr kommt aus dieser Einschlucht. Oh Mann, ich war gerade am Boden. Zack und hoch. Warum hat er im letzten Moment mit der dann nicht? Also das hat er im letzten Moment hier natürlich wieder das Ziel gewechselt. So, ich weiß noch, boah, wie sehr Magie anfällig gegen Magie sind und ihren Wehebrecher. Ich hab betäubt, sehr gut. Jetzt ist die auch schon alle weg gleich. So, absorbieren. Und zack. Boah. Ich brauche ein paar Drops, jawohl. Das natürlich wieder bringt, ist natürlich Frage. Und dann gibt mir Zeug. Genau, blöd. Ja, das sind doch die Viecher, die wir schon begegnet sind. Ey. Die haben doch keine Drops mehr. Mein Kochlevel erreicht. Ausgezeichnet. Level 4, okay. Noch ein bisschen. So, ich möchte alles in diesem Gebiet hier erledigen. Vor wegen Bartbänden. Flinker, Flossenrochen. Und jetzt hier alles in Dürr. Fehlt mal noch was. Fehlt noch irgendein Ausrüstungsgegenstand. Dann holen wir den noch. Ah, okay.
Ich schätze, dahin kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Da sind so Exorzisten, die mich vom Plot fest fernhalten. Zerstören. Ich haben kann, darf das niemand haben. Wurf. Was ist das? Er kann jedes Mal. Guck mal her. Stimmt die Rolle. Mit dem so hart Schlange da am Boden ja so gegenhaut, ey. Irgendwie habe ich so das Gefühl, die Heilart bringen gar nichts. Autsch. Ich bin eine übergezogen. Krise. So aus dem Seelenbrecher funktioniert das, ey. Ich habe aus dem Seelenbrecher aus dem Wüste gerade eingesetzt. Da gibt es noch nicht. Flurrybeutel, sehr gut. Hier ist etwas. Ja, ich glaube, die Mastersche habe ich in dieser Höhle gefunden, oder? Gewinn durch Seelenbrecher, ja. Oh Mann. Geh weg. Sensenfluch. Pechvogel. Ich bin hier richtig, oder? Okay. Ja, immer noch eine Truhe. Da hinten ist die Truhe. Da kommt man nicht hin. Oder? Nee, da kommt man nicht hin. Boah. Okay, dann können wir zum Speicherpunkt gehen. Haben vielleicht nur einen Gegner irgendwie platt oder so. Ja, auf der anderen Seite habe ich ein Kraut gesehen. Tun überhaupt nachwachsen? Ich habe so Gefühl, wachsen nicht nach. Warte, vielleicht mal benutzen, ne? Ich mach das nie. Ich weiß, lasst mich. Weil diese Statuserhöhungsdinger, die tue ich nie in Rollenspielen benutzen. Ich weiß nicht wieso. Da komme ich doch irgendwo. Oder? Nee. Komm ich nicht hin. Warte mal. Habe ich da nicht gerade? Was? Ach, hier ist er. Mal. In Orientierung, ey. Letztens auch schon passiert, ey. Also im echten Leben. Also nicht. Ich zu einem bestimmten Termin dahin gehen. Habe ich nicht wieder gefunden. Ich habe wieder im Kreis gelaufen. Ja, das ist dieser Butterfly Killer. Oh, wo ist denn jetzt der Ausgang nochmal? Da, ne? Gut. Wenn noch ein Gegner ja über den Weg läuft, dann habe ich den kaputt. Ja, da ist sogar einer, den Troll, den habe ich kaputt. Guckt so, wie ich den kaputt haue. Gott. Komm mir bloß nicht zu nahe, ey. Doppelkämpfe hier, die machen mich fertig. Moment. Kein Konter mehr. Leute müssen wahrscheinlich auch denken, ich bin irgendwie blöd, weil ich die ganze Zeit die Seelenbrecher einsetze. Oder irgendeinen Grund. Und dann mache ich das nur, um die Titel zu farmen später. Alles, was ich hier mache, ist, um Titel zu farmen. Das soll ich merken. Noch mal, ich wollte meine Musik gerade einsetzen. Okay. Die ganzen Gespräche am Ende der Kämpfe, die enden immer so abrupt. So, du lässt mich jetzt hier verdammt nochmal speichern, ey. Gut, dann würde ich sagen, ich beende Part hier. In der nächsten Folge gehen wir in diesen Wald und suchen diese Blume und machen den Dämon fertig. Und dann
Mal schauen, wie es weitergeht. Was los, Eisen? Okay, würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und dann tschüss, bis zur nächsten Folge.